Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Dattelzeit hier mit City Skylines. Und was wurde hier gezwitschert? Der Rauch ist zwar ein bisschen eklig, beziehungsweise Hashtag eklig, aber in einer Stadt dieser Größe wird uns ein Krematorium viel Platz sparen. Genau, wir sind ja jetzt schon eine Großstadt angeblich, ne? Ich glaube, Großstadt war das. Genau, große Stadt und das nächste wird die großartige Stadt. Danach kommt die Hauptstadt, kolossale Stadt und schließlich die, nein, Metropole war noch nicht das letzte, nämlich Metropole ist schön, aber eine Megalopolis, das ist das Größte, was wir haben können. Dann kriegen wir auch die restlichen Teile hier alle auf einen Batzen freigeschaltet. Aber bis dahin ist noch viel Platz und das dritte Darlehen, das kommt dann auch noch. So, aber erstmal haben wir ja hier zu tun. Ach, wir haben jetzt auch Wasseraufbereitungsanlagen. Das ist schön. Das mag ich. Da wollen wir gleich mal hingehen. Wir haben eigentlich derzeit viel zu viele Baustellen. Ich würde ja gerne hier einmal ein Highway durchmachen. Wohlgemerkt, was ich hier bisher gebaut habe, das ist noch nicht fest. Das kann alles einer Modernisierung noch zum Opfer fallen. Also, da ist auf jeden Fall noch einiges da. Ich möchte eine U-Bahn auf jeden Fall auch noch bauen, damit wir auch diese Teile der Stadt etwas besser aneinander anbinden, weil der Verkehr, auch wenn besser geworden, ist er nicht wirklich gut. Da muss noch viel sich tun. Aber während wir auf Geld warten, können wir eigentlich noch mal ein bisschen, ja, Verschönerung machen, ne? Finde ich eine gute Idee. Mhm. So, können wir alles mit meinem geliebten Move-It-Tool ein bisschen schöner machen und vor allem auch etwas sanfter vielleicht auch anheben, dass das nicht ganz so bösartig hier von der Neigung wird. So zumindest mein Plan. So, das sieht schon mal besser aus. Können wir auch nochmal hier so ein bisschen. Können wir hier nochmal das Ganze absenken. Ne? Da machen wir das jetzt schön. Einfach mal so richtig schön. Damit kann ich dann ja auch zeigen, warum ich diese Mod so sehr liebe, wie ich es tue. Mal sehen, ist hier noch eins? Nein. Natürlich nicht. Na gut, da müssen wir nochmal schauen. Nochmal zwei darunter und ja, schön. Schöner geht's auf jeden Fall. Aber es ist schon mal auf dem richtigen Weg, glaube ich. So, kann man auch hier nochmal den Radius ein bisschen vergrößern. Hier vielleicht auch und vor allem hier auch, zack, das Ganze weniger steil machen. Und damit am Ende auch um einiges schöner. So, auch hier nochmal. Und da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ist natürlich etwas unschön, dass wir jetzt hier einen angehobenen Boden haben. Aber ja, das hätte ich vielleicht vorher bedenken müssen. Da denke ich dann bei der nächsten Auffahrt dran, dass ich einfach gleich den Boden entsprechend, beziehungsweise dass ich alles als Brücke mache, die erst hier endet, damit wir da den Boden nicht haben. So meinte ich das. Oha. Okidoki. Ja, jetzt kommt hier der Kasus Knausurus hier. Oh Mann. So, ein bisschen so hier machen und dann im Ganzen eine gefälligere Neigung vielleicht ver... Oh, da geht dann die Straße ein bisschen aus dem Leim, wie ich gerade merke. Vielleicht, wenn ich hier so ein bisschen... Oh Gott, das sieht hier auch echt gefährlich aus. Aber schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Nee, aber hier werden ja auch keine Schönheitspreise gewonnen. Hier wird knallhart Städtebau betrieben. So, zack, machen wir hier auch nochmal hoch. Ach. Oh.
Auch hier dieser Punkt, der hat auch irgendwie so einen ziemlichen Schatten bekommen. Ach, Jemine. Kurz gucken, wenn wir hier irgendwie... Wo kriegen wir die Neigung besser hin? So gucken. Ja. Es geht in die richtige Richtung. Wie gesagt, ich möchte euch ja auch ein kleines bisschen zeigen. Gerade denjenigen, die vielleicht die Mod vorher nicht kannten. Warum dieses Move-It einfach eines der geilsten Tools überhaupt ist in einem Spiel. Beziehungsweise in der Mod-Community. Weil das Ding, das ist echt schon... Premium. So. Ach du Schande. Nee, das darf ich gar nicht so hoch. Das ist natürlich ein bisschen doof. Muss ich hier senken, das Ganze. Damit das besser passt. Aber wir sind ja flexibel hier. So, dann haben wir das auch so ziemlich. Können wir hier noch alles dichter dran machen? Das ist ja kein Problem. Da sind wir doch mal flexibel. Muss halt nur hier irgendwie passen, dass das von der Kurve auch ganz angenehm ist. Auch hier können wir noch ein bisschen Spielraum uns gönnen. Na, so, machen wir das mal da. Dann kriegen wir das auch noch hier etwas dichter dran. Machen hier die Kurve ein bisschen smoother. Boah, ich bin ein richtiger Smooth Criminal. So, da habe ich erhöht. Hier, och, da muss ich noch richtig machen. Ach du Schande. Da haben wir definitiv noch was vor uns. Ja, wir haben eigentlich noch Platz ohne Ende, deswegen machen wir das auch mal. So. Nee, nicht zu sehr. Hier haben wir eher den Platz. Und dann so zack. Da ist das Ding. So, dann können wir hier nochmal so ein bisschen, dass das etwas mehr gleich auf ist. Dann machen wir das mal so hier und hier nochmal mehr Kurve rein. Dann können wir auch hier sagen, Mensch, hebt das Ding mal an, aber nicht zu sehr. Ach du Kacke, jetzt haben wir das Problemchen. So, da kann auch schon mal runtergehen. Oh, herrlich, das wird schon mal ein bisschen smoother. Uhuhu. Und auf einmal... sieht das Ganze nicht schön aus, aber schöner. Das ist das Wichtige. Und wir haben 63.000 nebenbei gemacht. Da wird es Zeit, dass wir ein neues Tool benutzen, was ich mir eigentlich draufgepackt habe. Wo haben wir das denn? Wo ist es denn? Ich weiß es gar nicht. Habe ich nicht hier irgendwie so eine... Ich dachte, ich hätte eine Brush oder sowas dafür gehabt. Wie rufe ich den Kram auf? Ich wollte jetzt eigentlich Bäume brushen. Ich kann auf jeden Fall... Ach, hier, da. Das ist der Cycle. Vielleicht damit. Mal kurz gucken. Toggle Fence Mode. Toggle Control Plan. Panel. Nicht Planet. Planet ist natürlich auch ganz schön, aber... Nein... Spacing. Ach, so geht das, ne? Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist nämlich, da kann ich, wenn ich zum Beispiel Straßen oder sowas schön machen will, kann ich das Ganze jetzt irgendwie, habe ich noch nie genutzt. Ich habe durchaus den Brush benutzt schon mal, auch wenn ich den nicht finde. Aber das habe ich in anderen Videos gesehen, dass man hier wie Straßen das Ganze ziehen kann. Und dann wird halt hier richtig schön das Ganze erstellt. Mal sehen, so, zack. Und da ist das nicht schön. Schon haben wir so eine Linie an
Gedöns hier. Und das geht sogar noch anders. Haha, kann ich euch auch mal zeigen. Und muss ich noch der Modliste hinzufügen? Habe ich noch nicht gemacht. Schande auf mein Haupt. Wo habe ich das denn? Zäune waren doch auch irgendwo. Naturschutzgebiet Zaun. Das könnte so ziemlich sein. Muss aber nicht. Haben wir hier auch noch andere Zäune? Ich weiß es doch nicht. Hier vielleicht. Zäune, wo seid ihr? Sind hier irgendwo Zäune? Da sind Zäune. Perfekt. Da kann ich zum Beispiel... Was haben wir denn hier? Ein Zoozaun. Naturschutzgebietszaun. Ich möchte so einen neutralen Zaun. Jetzt Industriezaun. Ach Gott. Gut, die sind alle eigentlich Gebieten zugeordnet. Dann mache ich doch lieber hier den... Parkzaun? Nein. Wo habe ich es denn, was ich will? Nehmen wir hier einen Forstwirtschaftszaun. Mal kurz gucken, ob das hier so schon geht. Oder muss ich hier... Da war auch irgendwo ein Fence-Mode gewesen. Toggle Fence-Mode. Nee, wenn ich das hier mache, was ist das denn mit dem Fence? Da war doch irgendwo ein Fence-Mode. So, wenn ich das jetzt so mache. Und wenn ich den Fence-Mode ausmache, dann ist das für mich nicht viel anders. So, aber ich müsste jetzt auch mit dem Move-It, müsste ich das Ganze... Ja, da kann ich dann nämlich auch so eine Biegung entsprechend machen. Da kann ich dann sagen, Mensch, ich möchte das Ganze hier dem Weg anpassen. Passt vielleicht dann nicht von der Neigung. Dann kann ich sagen, Mensch, mache ich hier so Feintuning und... Warte mal. Zack, ist das Ding mehr oder weniger passend. Nur um das mal zu demonstrieren. Ich möchte da eigentlich keinen Zaun drin haben, deswegen... Zack, weg. Aber ich wollte es euch zumindest demonstriert haben. Man muss ja die Zeit kreativ nutzen. Ah, das erklärt mir noch immer nicht, wo die Tree Brush abgeblieben ist. Cycle ist nicht das Richtige. Single oder Default? Prop Tree Anarchy. Nee, das ist auch noch nicht das Richtige. Wo habe ich denn die Brush hier? Was ist das hier drunter? Nee. Wo haben wir das Brush-Werkzeug? Ich weiß es doch nicht. Ground Tiles. Nee, das ist auch falsch. Unsorted. Gott, was es hier so alles gibt. Bäumen, Vegetation. Es muss hier doch eine Brush geben. So, muss ich kurz mal hier gucken. Habe ich hier irgendwo die Brush? Unlimited Trees. Ich vermute, ich habe die noch gar nicht eingebaut. Noch gar nicht aktiviert. Das könnte es sein. Okay, das muss ich vor der nächsten Folge nochmal validieren. Vielleicht habe ich da mal wieder Unsinn gebaut. Wie schaut es hier aus? Nee, ich kann natürlich kein neues Ding kaufen. Macht aber auch nichts, weil hier könnten wir nicht wirklich Verbindung machen. Das kleine Stück, das könnte ich nutzen. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so wichtig. Aber hier will ich ja noch irgendwie was Schönes rüberziehen. Irgendwann, vielleicht, einmal. So, hier ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Aber bevor wir Potenzial nach oben machen... Können wir ja schon mal das Ding hier errichten. Ja. Nein. Das machen wir mal lieber abgetrennt. Das ist so ein kleines Mini-Industriegebiet, was keine Sau eigentlich braucht. Nee, brauchen wir schon. Ja, und wie gesagt, jetzt könnte ich das doch auf einmal gebrauchen. Aber gut, zu spät. Welch langen Platz vergangen.
machen wir einfach das. Ach, die Dinger, die stehen leer. Und hier wird nach Industrie geschrien. Das haben wir gern. So, machen wir hier mal schön weiter das Ganze. Nein. Da wollte ich gar nicht. Hey. Menschenskinne. Oh, hier machen wir... Nein, will ich auch nicht. Da machen wir einfach Bürogebäude zwischen, so als Puffer. Oh, jetzt habe ich Hunger auf Kartoffelpuffer. Vertikaler Bauernhof. Womit haben wir uns das denn verdient? Hm. Bringt uns das überhaupt irgendwas nehmen? Das weiß ich gar nicht. Modderpakete. Da wären eigentlich die klugen Zuschauer mal gefragt. Bringt uns das Ding außer der Besucherkapazität irgendetwas Wichtiges? Biodom. Ja, das ist die große Preisfrage. Ach, hier haben wir, glaube ich, auch eine U-Bahn drin, oder? Mal kurz gucken. Haben wir eine U-Bahn drin? Ja, ich glaube schon. Das wäre gar nicht mal so doof. Dann könnten wir nämlich tatsächlich schon mal die erste U-Bahn-Strecke hier planen. Ich sage jetzt lieber schon mal, dass ich keine Garantie darauf lege, dass die Strecke auch Sinn macht. Aber ich mache sie einfach. So frei ab von Sinnhaftigkeit. Auch machen wir mal hier so. Dann kann auch noch, wo können wir hier die Station bauen? Ist die Frage, bauen wir hier noch irgendwie eine rein? Oder nee, wir machen es hier beim Park. Da stürzt, glaube ich, niemanden. Haben wir hier eine Busstation? Warum fahren die Busse so komisch? Da hätten wir eine Busstation. Na gut, dann gibt's eben ein bisschen komisches Zeug hier. So, und da auch an der Busstation, warum nicht? Wird schon schief gehen, das Ganze. Oh, warum tatsächlich auch das Geld dafür richtig? Ich bin happy. So, ist die Frage. Machen wir daraus eine Ringlinie oder nicht? Ich mache die erstmal so. Muss ausreichen. Vorerst auf jeden Fall. Dann wieder hier zurück. Dahin. Ich weiß nicht, ob ich auch gleich zum Anfangspunkt zurück machen könnte. Aber ich mache das lieber so einzeln. Und hoffe, dass die Leute dann glücklich werden. Glücklich habe ich auch hoffentlich euch gemacht, während ich hier noch die Leute glücklich machen muss. Für heute war es das allerdings, bis auf, dass ich jetzt noch so eine paar kleinen Leitungen baue. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ciao, ciao.